Hallo meine Lieben, heute ist es soweit, meine Flasche ist angekommen vom High Coast Berg. Ich hatte ja wie gesagt hier mir auf der Messe mal so ein Sample-Paket gekauft. Ja, ich hatte einfach auf der Messe schon zu viel probiert, es hätte nichts mehr gebracht, die einzelnen Whiskys dort zu probieren. Ich wäre natürlich günstiger gekommen, wenn ich zwei CL-Samples probiert hätte auf der Messe, als wenn ich dieses Set hier dann genommen habe. Ich glaube, das kam etwas über 30 Euro, dieses Set. Hier in diesem Set sind Plasteflaschen drinne, Plastikflaschen. Ich mache mal nebenbei hier das Paket auf und gieße den mal schon mal ein. Aber das kann ich ja nebenbei machen, dann genau. Ja, da sind halt Plastikflaschen drin. Ich glaube, das ist auch gar nicht böswillig, jetzt irgendwie, dass jetzt irgendjemand versucht, in Zukunft Plastikflaschen einzuführen für Whisky. Sondern ich bin der Meinung, das sollte eigentlich für ganz viel Knautpapier. Ich muss sie einfach mal auf den Boden fallen lassen. Jetzt werde ich nachher unheimlich viel Spaß haben, das wieder aufzusammeln. also es ist, glaube ich, einfach dafür vorgesehen gewesen, für die Luftfahrt, ja, also an Bord von irgendwelchen Flugzeugen, dass man da Whisky servieren kann. Und da dürfen wahrscheinlich keine Glasflaschen sein, und deshalb hat man denn die Kunststoffflaschen gewählt. So, hier mal den raus. So, ist angekommen. Was mich mit meinem Kaufeifer natürlich dann leicht irritiert hat, damals gab es die in 700 Milliliter. Ich hatte keine abbekommen. Der Hype war damals so groß und ist dann trotzdem an mir vorbeigegangen, dass ich zu spät zugeschlagen habe. Und da gab es das nicht mehr, ja. Naja, um jetzt aber nochmal hier drauf zurückzukommen. Ich habe also den... Mann, also wir sind ein bisschen unorganisiert hier. Also wirklich, ja. Ich wollte ihn ja eingießen. So, kommt also in so einen schönen braunen Pappkarton hier. Aus Schweden. Ja. Und hat, naja, ich würde sagen, eine sherry-lastige Farbe. So. Der ist schon mal drin. Und das ist die Flasche. Ja. Badge 12 steht hinten drauf. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, es gab gefühlt den 2-3 Jahre nicht, aber jetzt steht schon 12 drauf. Ja, also Wahnsinn. Ich hatte, wie gesagt, hier den 11 probiert. Ich hatte den... Klar, den Berg probiert, den Huff und den Timmer. Hier ist sogar noch was drin. Die anderen habe ich noch ein zweites Mal probiert. Beim Timmer habe ich es mir habe ich es gelassen. So, ich habe mir dazu auch noch was aufgeschrieben gehabt. Also, wen es interessiert, war der erste der 11 gewesen mit geschrieben. Und da hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich an so einen typisch deutschen Whisky erinnert. Also an einen, es gibt gute deutsche Whisky, es gibt schlechte deutsche Whiskys, aber das war tatsächlich wirklich getreidig, wie ein getreidig, fruchtig, wie ein Grain Whisky so ein bisschen. Dazu dann aber auch wirklich so eine Mischung aus Zitrus, Vanille obendrauf. Ein bisschen Boskop Apfel habe ich mir aufgeschrieben. Und am Ende, wenn man den getrunken hat, war dann eigentlich nur noch Schärfe, leichte Vanille und Würze. Aber nichts, was mich dazu bewegt hätte, die Flasche zu kaufen. Davon gibt's, bin ich der Meinung, aber dann 07er Flaschen. Ich habe den Huff probiert. Der war nicht ganz so zitruslastig. Oder nee, der war mehr zitruslastig. So ein bisschen Virgin Oak kam durch, so ein bisschen Meeresgicht, ein bisschen mineralig. War aber auch nicht meins. Auch ein sehr kurzer Abgang, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und beim Timmer war das so, da hat man eigentlich das Gefühl gehabt,
Das war so ein medizinischer Rauch, aber wirklich, als wenn man dann, es gibt in der Apotheke so einen Kräuterschnaps, den kann man sich selber aussehen. Auch so einer Tüte Kräuter ansetzen mit, weiß ich, klarem Rum oder so. Mit klarem, Entschuldigung. Und das war, da waren dann, da war wie Wacholder drin. Ich hab einen leichten Gin so ungefähr. Das war nicht meins. Also der Timmer war dann auch nicht meins. Aber der Berg, der hat mich dann doch überzeugt, eine Flasche zu kaufen. Und dadurch, dass jetzt, ich weiß nicht, wie früher der Preis war, halt keine Nosima Flasche ist, lag der auch bei etwas über 50 Euro. Das hat gepasst. Und ja, die Dinger hier waren ein guter Einstieg. Und der eine, der hat mich überzeugt. Ja, ansonsten steht hier noch irgendwas drauf, das Pedoximines. Und tja, Heiko's Distillerie in Sweden. Ich leg mal los. Mal schauen, ob der anders ist, auch schlechter ist als der aus der Plastikflasche. Aber ich denke nicht. Nee, der ist gut. So, was haben wir hier? Eindeutig erkennbar, dass es Sherry ist, also. Ich habe hier Kirschen, rote und saftige Kirschen, aber auch mineralische Noten dabei. Ja, das ist wie so eine Mischung aus mineralischen Kirschen, wenn man das so sagen kann, in der Nase. Was hier schön ist, dass überhaupt nicht erkennbar ist, was bei den anderen so ein bisschen war, dass das wie so ein getreidiger New Make war, sondern das haben sie gut hinbekommen hier. Der hat übrigens 50%. Ich kann gar nicht erkennen, ob der nicht für Schwangere. Steht nicht erkennbar drauf, ob der kühl gefüttert ist, denkt man nicht. Und der wird bestimmt auch nicht gefärbt sein. Ja. Also richtig schöne rote Kirschen mit einer mineralischen Note. Ein süßer Waldhonig noch. Kräftig im Antritt, geht dann aber sofort in eine mildere Süße über und hat auch keinen langen Abgang. Ja, also da bleibt am Ende dann an den Seiten noch ein bisschen Kaffee, ein leichter Pfeffer. Ansonsten wie so eine Mischung aus Pflaumen, Feigen, Datteln, Würze, ja, schön. Kräftig, aber wie gesagt, kein langer Abgang. Hier auch der Honig jetzt im Geschmack. Ich finde gut. Ich bereue es nicht, dass ich die Flasche gekauft habe. Ne? Ja. Was mich halt, oder was wirklich so ist, was mich ein bisschen verwundert, ist halt in der Nase wirklich die Kirschen und dann im Geschmack aber Pflaumen, Feigen. Nicht zu süß. Schiebt. Und dann, wie gesagt, die dunkle Schokolade, Kaffeenoten dann im Abgang links und rechts so. Ja. Mein Fazit: Ich finde, das ist ein guter Schwede, auf jeden Fall. Sollte man mal probiert haben, wenn man nicht gleich eine
Flasche kauft. Kann man den aber auch definitiv auf Whisky messen. Ich bin der Meinung, da gibt es immer einen Stand, wo einer auch den dann vorstellt. Die anderen glaube ich auch. Kann man ja, um dann die Reihe abzuschließen, mal mitprobieren. Ich habe meine Erfahrung dann gemacht und mich für den entschieden. Ja, das war's von mir und ja, mal gucken, was ich als nächstes probiere. Ich habe mir von Simple Sample noch die drei Octomores geholt hier. 15, 1, 2, 3 mal probieren. Mal schauen, wann ich dazu komme. Ja? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom.